So, Patrick, wir drehen jetzt ganz spontan ein Intro. Super. Und gerade auf dem Weg nach Hammer. Das Wetter scheint uns noch. Jo, dann viel Spaß beim Video. Sag mal, warum muss ich dich heute eigentlich schon wieder mitnehmen? Er hat sein Audi geschrottet. Long story short. Erst hast du einen Charakter. Was da in deiner Hand ist? Proteine für die Gains. Für die Gains. Latissimus. Trizeps. So, Herr Seifert, wie viel Zeit ist noch bis zur Ankunft? 39 Minuten. Erstmal ein Tunnel, sagst du? Könnten wir vorher, jetzt würden wir schon 3 Stunden unterwegs sein. Also Hammer, das müsst ihr wirklich noch mal besser machen. Man fährt ja ewig bis zu euch. Furchtbar. Wir erreichen soeben die Strecke. MSC Hammer. Das wird bestimmt Hammer. Hammer. Ey, wir sind angekommen. Du hältst die Kamera falsch rum. Nein. Ist doch richtig rum, na klar. Achso, ist da noch falsch rum. Ja, ehrlich, du hältst falsch rum, Junge. Erster Blick auf die Strecke. Erster Blick auf die Strecke sieht eigentlich vielversprechend aus. Ich denke, wir werden heute eine schöne Sendung machen. Das ist super. Also nicht nur Vlog-Sendung, sondern Sendung, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wollen wir heute mal ein bisschen Onboard machen? Das könnte man tun, ja. Dass du das machst. So, Pflaster Numero Uno. Pflaster Numero Do. So, und jetzt wird's zart erotisch. Aber nur haarige Nippel. Ich glaube, ich habe da was auf der Linse. Kannst du das mal bereinigen? Warte. Ey, da war wirklich was auf der Linse. So, der erste 30-Minuten-Turn ist durch. Was sagen wir? Für die Jahreszeit schön. Für die Jahreszeit? Sag mal. Erstmal wieder Pause. Ne, also Strecke ist mega geil. Leider schon ein bisschen zerfahren. Naja, gut, Boden ist halt auch ein bisschen nass. Manche Stellen sind noch gefroren. Aber es wird gerade richtig geil. Also, liebe Instagram-Freunde, ich mache mich jetzt auf meinen zweiten Turn. Ich werde euch jetzt mal mitnehmen. Also, wie gesagt, erwartet nicht zu viel. Erstes Mal komplett auf der Strecke. Erstmal ein bisschen reinkommen. Erstmal ganz sanft einrollen. Und los geht's. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Okay, jetzt Pause. So, also, ich habe ja jetzt erfolgreich genau eine Runde geschafft. Danach war Pause. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal die Bude wieder ein bisschen warm fahren. Und dann wird vielleicht mal gesetzt. Weil die Strecke sieht jetzt ziemlich prime aus. Sagen die Profis, gell? Ja. Und wir sind Profis. Natürlich.
Stabilisator ist richtig geil, du ja. Kannst auch ein paar Meter mitlaufen und sowas. Ja. Hast du verstanden? Hi, verstanden. Hauptsache schön im Stehen fahren. Und schön Arsch raus. Ja. Arsch raus. Komm, so ein bisschen Moto-Chick kannst du doch auch, ja, oder? Ja. Zeig mal, wie geht denn das? Oh, scheiße. Da ist der MX Nico. Und der... Ist es schon wieder ein Mädel? Komm, das ist doch ziemlich sicher ein Mädel, oder? Wir sind uns da nicht so ganz sicher. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Ja. Nico, wir sehen dich von hier unten. Hey Patty, war ein geiler Tag heute, oder? Köstlichst. Köstlichst. Annormaler Boden. Obwohl, ich würde sagen, wir machen jetzt noch nicht Schluss. Wir saufen dann noch ein Energy. Ja, das seht ihr zum Schluss. Genau. Warte, ich schwenke jetzt nach oben. Das muss ich mir dann merken. Warte, nee, jetzt schwenke ich noch nicht nach oben. Ich schwenke dann zum Schluss nach oben. Weil dann kann ich das quasi dann wieder... Dann muss ich dann quasi, wenn wir da dann im Auto anfangen zu filmen, muss ich dann wieder von unten hoch. Ey, der hat in meinem Auto geschissen. Furchtbar. Richtig so. Oh, richtig so. Nur im fremden Auto ist auch mal so. Ekelhaft. Meinen gleich zweimal. Du hast doch ein großes Auto, das muss ich doch verteilen. Ja eben. Widerlich. Das sind Mensch, immer eingesaugt, kannst du doch verteilen. Dufterfrischer Tor. Aber es war halt wirklich, als hättest du dir eine Wurst vorne aufs Armaturenbrett gelegt. Weißt du, nächstes Mal, wenn du sie wieder mitnimmst, da brauchst du Plexiglas. Ja, das ist ja genau. Der kommt nur noch in eine luftdichte Vitrine hinten ins Auto rein. Ja.